Glückwunsch natürlich als erstes an Marc und seine Mannschaft. Ja, wir haben einfach effektiver gespielt als wir heute, haben die Tormöglichkeiten genutzt, die sie hatten, auch wenn sie natürlich zum Schluss bei den Kontersituationen das 2-0 sicherlich machen müssen, als wir komplett geöffnet hatten. Aber ja, insgesamt denke ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht, haben sehr viel Ballbesitz gehabt, haben uns auch Torchancen herausgespielt, aber ja, Fußball ist ein Ergebnissport und da interessiert es nachher keinen, ob wir Dominanz hatten im Spiel und mehr Ballbesitz, da geht es dann ums reine Ergebnis und das hat bei uns nicht gestimmt, weil wir einfach dann final einfach nicht eiskalt sind in den Situationen. Da muss man natürlich auch muss die Jungs auch ein bisschen in Schutz nehmen. Unsere gesamte Offensivabteilung ist einfach dann U23 und das merkt man dann auch im Ergebnis. Auch nicht nur heute, sondern auch in den letzten Spielen, dass uns dann einfach auch die nötige Ruhe und auch dann Vollstrecker fehlt. Ja, ansonsten großes Kompliment an meine Mannschaft, die nie aufgesteckt hat, die Gas gegeben hat, zweite Halbzeit alles versucht hat und nach vorne geschmissen hat. Und deswegen, das habe ich den Jungs auch gesagt, wir müssen jetzt Wunden lecken, uns gut regenerieren in den nächsten Tagen. Es geht direkt am Samstag weiter und da wollen wir im Heimspiel natürlich dann auch gegen Kiel dann erfolgreich sein und nicht nur gut spielen, sondern letztlich auch Punkte holen. Vielen Dank.